Peace, Leute. Heute stelle ich euch einen Fantasia vor, und zwar den Fantasia Incredible. 200 Gramm kosten 28,80 Euro. Ist ein teurer Tabak, aus dem Grund, weil er, so viel ich weiß, aus den USA importiert wird. Früher gab es nicht mehr, ganz früher gab es die rauchfertig in Deutschland zu kaufen, danach nicht mehr. Danach muss man die immer selber mit Tabak anfeuchten und genau, immer Molasse dazu geben, extra kaufen. Jetzt gibt es die wieder ready to smoke. Schnittfeuchtigkeit ist mittelfein, aber so etwas Gröberes mit dabei. Feuchtigkeit ist ja sehr feucht, wie Fantasie gewohnt eigentlich. Geruchlich. Geruchlich riecht er wie Fanta Exotik. Wenn ihr die kennt, die in grünen Dosen, gibt's eigentlich jetzt nur hier in so Dönerläden. Im Rewe gibt es den immer zu kaufen. Also, geruchlich ist er sehr ansprechend. Nach dem Riechen kommt so eine leichte Frische. Ist halt kein Menthol oder Minze. Kann man nicht genau definieren. Kommen wir zum Setup. Heute brauche ich meine wunderschönen Kaya Bay-Fände. Meinen Werkbund Flathead. Bisher bei Elvano, Flavor Saver und drei Black Kokos. Rauchengeschmack. Rauchen tut der Fantasie gewohnt super. Kann man nichts sagen. Weißer, dichter Rauch. Falls ich noch nicht erwähnt habe, ich rauche den heute im Oberpeking, weil ich finde, im Oberpeking kommt der Fantasia mehr zu Geltung. Und er verträgt natürlich sehr viel Hitze und dadurch macht Oberpeking gar nichts aus. Er hat mir jetzt schon ziemlich viel Hitze gegeben, kratzt nicht, drückt nicht, lässt sich super rauchen. Komm, gebe ich noch mal ein bisschen mehr Hitze. Der Elbano-Kopf ist einfach nur super. Also man kann sehr schön mit der Hitze spielen. Wenn er zu heiß wird, nimmt man Kohl ein bisschen raus und nach zwei Zügen hat sich der Kopf wieder reguliert. Also geschmacklich ist er nicht so intensiv. Ist eigentlich so, als würde man was trinken. Leicht wässrig. Nimm mal einen Schluck. Lässt sich sehr gut rauchen, sehr entspannt. Rauch geht, klar. Geschmacklich, im Vordergrund ist dieses Fanta Exotik. Die Frische merkt man fast gar nicht, nur im Hals, so als würde man was Kühles trinken. Also. Schmeckt eigentlich wie so ein Trinken. Ich weiß nicht, echt super. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man im Sommer am See raucht. Oder zu Cocktails. Sehr geil. Aber kaufen will ich ihn trotzdem nicht. Also Kaufempfehlung, ich habe ihn jetzt zwar gekauft, aber Kaufempfehlung würde ich jetzt nicht unbedingt aussprechen, weil für 28,80 Euro kriegt man besseren Tabak. Besseren Tabak in der Hinsicht, Geschmacksintensität und preislich billiger. Also 28,80 ist ziemlich hoch angesetzt. Ich habe mir gedacht, komm, gönne ich mir mal einen Fantasia, weil der immer so gehypt wird. Wie erwähnt, ready to smoke. Sehr feucht. Ich habe ihn jetzt abgetupft, da ich im Oberpacking brauche und mir die Molasse wahrscheinlich zu schnell aufkochen würde. Aber hitzeempfindlich ist der Tabak überhaupt nicht. Also verträgt sehr, sehr viel Hitze. So, das war's dann heute wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Lasst es euch gut gehen.
und einen guten Rauch. Peace.